das? Ja, keine Ahnung, hab's jetzt gespielt. Das ist so ein grüner Drache. Hier oben war manchmal auch ein magisches Versteck. Ne? Und wir haben Armschienen. Armschienen der Betrogenen. Dunkel-Elf. Erwartet Schutz 11. Auf Angriff plus 7. Nicht schlecht. Ach, genau. Dann greife ich ihn gar nicht mehr an. Oh, da. Feigling! So. Gehen wir mal schnell auf den Friedhof oder gehen wir später hin? Ne, komm, wir gehen jetzt schon mal drauf. Grabsteine mal durchlesen. Es war nie eine Seele von Mensch. Und nun ist er nicht mal mehr ein Mensch mit Seele. Ah, guck mal. Das ist mit dem Kopf. Ach, wir machen mal hier den Zug der Hölle, da sterben dann gleich. Als dass man die immer hier tausendmal. Ich fürchte keine Geister. Dieses Grab ist leer. Weil er nur herumsaß, ist er jetzt zum Maden. Nur noch Maden fast. Die Leiche eines Mannes. Hier haben wir keins mehr. Da haben wir noch eins. Und so sprach Hendrikus, der kühne Gladiator, zu dem Magier. Klar bin ich für Frieden. Frieden durch überlegende Muskelkraft. Die Leiche eines Mannes. Ein Leichentuch, weißer als weiß. Ein Leiche einer Frau. Oh, hier ist bestimmt Geld drin. Nein. Von der Flagge weg. Fackel da, da kriegt man mich auch Schaden. Was haben wir hier? Die haut ab, die hat wahrscheinlich einen Geist gesehen. Den hier wahrscheinlich. Mir ist tot langweilig. Na dann, kämpfen. Ein Ding sie zu knechten, ein Ding sie zu finden. Oh. Oh. Da hat sich's doch belohnt. Nicht schlecht. Bin ich schon drin? Das ist ja einfach. Einer geht noch rein. Oh. Gib mir mal deinen Kopf. Oh, Trank des Mentors. Das wird sehr hilfreich sein. Das ist so eine Erfahrungssteigerungstrank. Den benutzen wir dann später auf jeden Fall. Hier lohnt sich's noch nicht. Hier hinten war auch manchmal öfters im. Nein, jetzt habe ich den benutzt. Und gleich noch einen hinterher. Ach nee. Naja gut, ist nicht schlimm, ich meine, man findet noch mehrere, aber das ist halt schade. Ich wollte eigentlich auf A drücken, um aufzusammeln, bin aber aus Versehen auf W gekommen. Hm. Naja, dann tun wir eben mal hier gelb leuchten mit einem heiligen Schein. Ob es hier einen brauchbaren Schmied geben mag? Also hier auf jeden Fall nicht. Der andere Schmied, der ist nicht da. Und Schriftrolle der Nick Nuck Nuck. Nuck Nuck. Wollen wir natürlich mal lesen. Wir könnten eigentlich den Sound mal noch ein bisschen höher drehen. Geh mal weg, hier ist nämlich ein magisches Versteck. Bauernkeule. Eine alte Bauernkeule haben wir jetzt. So, dann bewegen wir uns erstmal wieder zum Händler. Wir werden da mal unsere erbeuteten Sachen verkaufen. Das hat man ja, das kann weg. Ja.
schlechter. Wir haben noch so viele, da waren gleich 4 Slots drin. Wir haben noch so viele Tränke. Brauchen wir gar nicht alle. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Helm haben wir ja. Waffen. Die tun wir natürlich gleich kaufen. Ich mag nämlich diese Waffen. Und dann gucken wir gleich mal hoch. Da geben wir gleich mal hier die Elfen ab, die brauchen wir eh nicht. Gleich mal was. So, dann hören wir mal das Gespräch. Ein Dunkelelf auf der Flucht? Nun, mir soll's egal sein. Ich rekrutiere euch für die valorianischen Truppen. Begebt euch nach Porto Valum im südlichen Grenzland und sprecht mit Sergeant Travel. Ich gebe euch ein Empfehlungsschreiben für Travel. Fortan sollt ihr dem Prinzen Valor dienen, der im Süden gegen die Orks von Khorat-Nur streitet. Nehmt für die weite Reise dieses Gold und kauft euch ein Pferd aus den Stallungen. Eine Sache noch, nutzt den Weg dorthin, um eure Fähigkeiten zu schulen. Denn es gibt bestimmt so manche Aufgabe in Silberbach oder Porto Valum zu erfüllen. Okay, Menschen meucheln? War ja eine Spitzenidee. Unsere Wege trennen sich, mein stolzer Shahirim. Während du deinen Weg nun im Reich der Menschen gehst, führt mich eine wichtige Mission in die Nähe von Tyr Fasul. Mein Herz sinkt, wenn ich dich sehe, und ich bete zur Göttin, dass sich unsere Pfade wieder kreuzen mögen. Enrebe Laria Shahirim. Okay, du bist ein echter Sorgenbringer. Ja, das ist er. So, das tun wir natürlich alles wieder mitnehmen. Dann klauen wir mal hier die Leute drinnen. Ach, da ist gar nichts zum Klauen. So, jetzt hoffen wir mal, dass es hier auch noch so eine Waffe gibt. Schade. Ja, die sieht gut aus, aber ich will erstmal komplett eine Rüstung haben, bevor wir da hier noch extra Sachen holen. Ihr seht, wie sieht ihr denn aus? Hier, nehmt das für eure Gesundheit. Oh, danke schön. So, Meister, was willst du? Michael, der Schmied zum schönen Blick ist verschwunden. Findet ihn und bringt ihn zurück. Achso, was hier seine Frau schon gesagt hat. Ich weiß nur, dass Michel, nach Silberbach wollte und nicht mehr gesehen ward. Und diese gerade jetzt, da wir seine Dienste bei all diesen ins Reich strömenden Goblins doch so dringend brauchen. Ihr sollt mit seiner Frau Angela reden. Vielleicht weiß sie mehr darüber, welche Wege ihr eingeschlagen haben könnte. Ihr findet sie bei der Schmiede zum Schwimmen. Dieser Auftrag erfordert offensichtlich den Einsatz brutaler Gewalt. Na, da noch nicht. Ich nehme an. Bitte erweist mir den Gefallen und holt mein Soldbuch zu Haus ab. Heute ist Zahltag und ich habe schon wieder mein Soldbuch zu Hause liegen gelassen. Der Zahlmeister hat mich schon gewarnt, dass ich ohne Buch kein Sold kriege. Aber ich habe es einfach wieder vergessen. Jetzt habe ich Wachdienstdorf meinen Posten nicht verlassen. Wenn ich heute Abend kein Geld mit nach Hause bringe, wird meine Frau die Sachen packen und zu ihrer Schwester nach Silberbach gehen. Bitte tut mir den Gefallen. Geht zu mir nach Hause und bringt mit mein Soldbuch, bitte. Dieser Auftrag erfordert offensichtlich den Einsatz brutaler Gewalt. Ich nehme an. Ja, wir tun gewaltsam die Tür aufbrechen. Na dann, tun wir mal hier die Quests erfüllen. Hallo? Gasthaus zur tanzenden Seraphine. Oh, na, da gehen wir auch gleich mal rein. Erstmal hier, Milady. Und ihr wollt es wirklich wagen, die Suche nach meinem Michel am Steinkreis des tanzenden Toten zu beginnen? So danke ich euch, dass ihr so mutig seid, meine Gatten zu suchen. Auch wenn er oft nicht zuhört, so ist er doch ein herzensguter. Vor 3 Tagen wollte er sich mit dem reisenden Händler Jakob Noxtrax in Silberbach treffen, um einen Nachschub an neuen maskaralischen Faltklingen, keine Ahnung,
zu erstehen. Auf seine Reise huldigt er oft den alten Göttern am Steinzirkel, den tanzenden Tod. Sucht dort! Der Steinzirkel liegt nördlich der Westbrücke zu Schimblick, gleich östlich des Seraphim-Klosters. Na dann, gehen wir mal in die Waldschenke. Nee, sein Sollbuch kann auch warten. Hier ist ja viel los. Wird nicht mal was ausgeschenkt hier. Na gut, ist auch schon abends. Aber abends müssen da extra welche drin sein. Naja. Nicht schlimm. So, dann gucken wir mal hier rein. Hallo? Auch keiner da. Hier ist auch noch ein Haus. Ach, wir waren noch gar nicht in der Schmiede drinnen. Wenn wir den schon befreien müssen. Oh. Na, jetzt. Wenn wir den schon befreien müssen oder suchen müssen, können wir doch wenigstens mal hier die schönen Sachen da mitnehmen. Naja, alles Zweihandwaffen. Sieht ja echt blöd aus bei einem Dunkelelf. Naja, es geht. Gold mitgenommen hier von den lieben Bürgern. Da ist nichts. Na, aber rein hier. Gold. So, da suchen wir mal das. Ich glaube, wenn ich so weit rausrolle, da tut die Framework immer einbrechen. Ich glaube, das lasse ich mal lieber. So, hier ist sein Sollbuch. Mal reingucken, was er so alles bekommt. So, und hier hinten ist ja eigentlich nichts mehr. Nee. Ich glaube, wir werden mal den Rad annehmen und mal uns ein Pferd holen, dass wir mal schneller von A nach B kommen. Das dauert ja immer ewig. Vielleicht finden wir irgendwann mal auch noch ein paar Schuhe. Ja, das Prinzessin-Schaf hat gerufen. Dass wir hier mal ein bisschen schneller vorankommen, dass wir ein paar Schuhe mal suchen. So, hier Meister. Ich danke euch sehr. Ohne mein Sold hätte Heidelgunde mich bestimmt heute Abend verloren. Ach ja, die gute alte Heidelgunde. So, Meister, gib mir mal ein Pferd hier. Wie wäre es mit einem Pferd? Wenn ihr eines kaufen wollt, so sucht es euch aus. Meinen Bestand aus. Ja, da ist eine Kiste. Ja, du hast ja echt viele Pferde, muss ich sagen. Also nimm mal am besten mal das hier bei der Riesenauswahl. So. Jetzt geht das Ganze auch schon ein bisschen viel schneller hier. Wir haben auch noch was. Und dann gehen wir natürlich auch mal noch hier rein. So, dann sind wir eigentlich in diesem Gebiet dann schon mal fertig. Hier ist nichts. Hinten ist ein Goblin. Bücherständer, den nehmen wir natürlich mal mit. Buch des Monsters. Hier ist man gleich mal wieder. So. Na dann, Pferd, komm mal her. So,
Hier oben haben wir auch eine Quest, die werden wir aber erstmal nicht annehmen, weil da müssen wir auf Zeit irgendwo hinlaufen. Ach, hier waren ja zwei. Welche war denn das mit dieser Zeitquest? Das war's schon nicht. Vergiss es. Ja.